Was geht, ihr Lieben? Ich hoffe, bei euch ist alles gut. Ich hoffe, ihr habt einen schönen und entspannten Tag. Ihr wisst, wer es ist. Wir sind mal wieder auf dem Bergkloster und ich will euch teilhaben lassen an meinem Herzen und auch an unserem Fundament. Wir wirtschaften um das wunderschöne Westhofen insgesamt 7,7 Hektar, werden auch bei dieser Größe bleiben. Das heißt, wir werden nicht größer, weil es uns einfach wichtig ist, dass wir in jedem Schritt involviert sind, dass ich im Weinberg sein darf, im Keller und einfach überall wirklich auch ja, mitentscheiden darf. Es ist auch immer so, dass wir ausschließlich unsere eigenen Trauben keltern. Wir werden niemals mit anderen Trauben von Winzern arbeiten, weil es uns einfach wichtig ist, dass überall, wo Bergkloster draufsteht, auch wirklich unsere Philosophie und unsere Weinberge drin sind. Des Weiteren ist es so, dass seit 2003 alle Weinberge biologisch bewirtschaftet werden, worüber ich sehr dankbar bin. Die Weinberge stehen einfach top da. Ja, da blüht es, da lebt es. Das ist einfach ein ganz anderer Vibe. Und das merkt man auch am Ende in den Weinen. Die sind viel stabiler und strahlen auch einfach viel, viel mehr. Da bin ich meinen Eltern super dankbar, dass sie so früh umgestellt haben. Alle Trauben, die wir immer lesen, sind immer ausschließlich mit der Hand gelesen. Wir haben einfach mal eine sauschöne Zeit dabei. Wir hören gute Mucke, essen gut, trinken gut. Und einfach, ja, es ist eine Riesenehre, die immer diese wunderschönen Trauben lesen zu dürfen. Im Keller ist immer so, dass wir ohne Zusätze arbeiten. Das heißt, das, was ihr am Ende im Glas habt, sind eigentlich immer nur ganz simpel, plain, vergorene Trauben. Und das ist uns einfach super wichtig, dass ihr einfach wirklich am Ende ein Produkt im Glas habt, das einfach, ja, das lebt, das hell strahlt, das einfach Bock macht auf ein nächstes Glas. Und deshalb auch ist niemals auch Schwefel drin, einfach, dass da immer Leben in der Flasche ist. Genau, das ganze Weingut gründet sich auf meinem Glauben. Ich glaube an meinen geliebten Jesus Christus. Er ist der beste Weinmacher. Eines seiner ersten Wunder, das er gemacht hat, war Wasser zu Wein. Und das finde ich einfach das absolute Chef-Move. Auch einfach, weil Wein steht in der Bibel für die Freude. Und das ist auch genau das, was wir spenden wollen, Leute. Wir wollen einfach, dass ihr Freude habt. Freude an unseren Weinen, Freude habt an dem, was wir auch machen. Und einfach die Liebe von uns an euch weitergeben. Das war's, ihr Lieben. Haut rein!